Glaubst du, Yumi wird am Anfang viel zu stark sein? Nee, ich glaube eher, dass sie ziemlich weak sein wird. Wir können die Nami halt so hart überrennen hier in dem Game. Jo. Das schmeckt. Gönn dir, Ecki, gönn dir. Brauchen wir für Mittwoch eigentlich Trikots, oder? Wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Wo ist das? Das ist die wichtige Frage. Ich habe noch Johnnys Trikot von drei Versionen hier bei mir rumliegen. Kriegen wir eh nochmal neue oder nicht? Da sind immer noch nicht richtig, oder? Ich mach mal nicht den letzten Outtake. Aber wie viel Schaden macht der am Red Buff? Das ist das erste Mal, dass ich mit Kaiser meine Passive nicht proc, weil er zu viel Damage macht. Ich glaube, die hätte den legit gesteelt. Okay, Hecarim, Bot start. Kurzschlicksjacke, yo. Zieh mein Busfahrer out, find einfach zum Fotoshooting an. Mit dem Rakan Q-Damage auch cool. Ja, gerade mit Eri ist nice, ne? Boah, was ist das für ein cheesy Name? I love you too, Clantech Anna. Ja. Wanna do Botlane, by the way. Welchen Club? Wäre lustig, wenn jetzt der Vayne, die Vayne Anna gehießen hätte. Hat hier hin? Okay. Das hat mich auch gerade gewundert. Level 3 können wir die Nami töten, denke ich, wenn die Auto-Position ist. Ja. Den hoch-sustained habe. Muss hier ein paar CS aufgeben, damit ich nicht zu hart gepokt werde. Aber ist fein. First Blood. Musik in meinen Ohren. Oh, vor allem ist einfach nur so dieser Unterschied in Ton, ob es First Blood oder First halt Blood. So. Wir müssen die richtig demotivieren, wenn sie First Blood Gegner ist. Ich bin immer noch dafür, dass es Announcer Packs geben sollte. Also ein Kutscher Announcer Pack würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Ja, Mann. Oh. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Einfach nichts. Ja, okay. So will man starten, Roller. So ja, ich habe ich ein sahniges BF, ne? Das ist einfach, die werden freeze, lass einfach Base gehen. Die haben ja nichts benutzt, ne? Nee. Ja, dann. Ich habe immer noch Flash, aber wir können die trotzdem komplett one-shot. Ich hab BF, Alter, die Nami wird getushottet jetzt. Mach gleich einfach eine W-Flash-Prediction auf die Nami und dann ist es ein. Boah. Okay. Da wäre ich ganz wuschig, wenn du das sagst. Die drei magischen Worte, W-Flash Predict. Hallo sagen. Das heißt, sage ich immer, wenn irgendwer Hallo sagt, also fand ich mich mal für einen Zap bedanken, irgendwie aus Reflex. Hallo, danke für den Zap. Nee, damit bringst du die in so eine Bedulde, dass sie subben müssen, weil sie sich so schlecht fühlen. Unterschwellig. Oh, wir müssen aufpassen. Die Vayne hat zwei Dolche. Und wir wissen, dass Dolche sehr gefährlich sein können. Ja. Können sogar die gefeedetsten Carries one-shotten. If you know what I mean. Lass die mal dich wehen, die Nami. Wir hat ein bisschen viele CS, glaube ich, ja. Ja, true. Aber ich glaube, wir können es trotzdem machen. Ja, wir können ruhig chillen, bis die Rave resettet. Ich will dich unter dem Tower gleich mal wehen. Würde ich machen wollen. Kann halt meinen W auch nicht treffen, so. Hallo, was soll das? Poke? Ist nicht. Okay, 7 Sekunden Q, dann gehen wir rein. Udi ist gerade Topside, also Hecarim ist wahrscheinlich irgendwann Bot. Der hat aber auch gar keinen Bock mehr, dich zu wehen irgendwie, das finde ich ein bisschen schade. Flash mal lieber nicht, lohnt sich nicht. War Guardian ist raus. Netter Damage, du. Oh, das war toll von mir. Sorry. Das war toll. Kannst du mich dingsen? Retten? Ich hab hier, wenn du willst. Lauf doch nicht vor mir weg! Aber warst du nicht in Range? Nein. Lol. Sorry. Ja, da hab ich komplett reingetrollt gerade. Haben wir beide getrollt.
Irgendwie habe ich mich autotackt. Ich wollte Flash autotacken, aber mein E ist noch nicht ganz abgelaufen. Kann ja im E nicht autotacken. Das war übelst boosted. Also Q-Tab, da können wir immer noch fighten, wenn ich uns ein bisschen weiter. Was, wann hast du wieder Ignite? 25. Kicker ist top. Lecker. Irgendwie ist gerade mit den Autotext ein bisschen schwierig. Irgendwie werden die alle gecancelt. Aha, ein Pinkwort also. Ja, sicher. Klingt mal bei uns. Ja, Mercy, müssen wir mal gucken, ne? Okay, du hast Ignite, ne? Jo, können wir auf jeden Fall fighten. Ja, wir können es mal reinpushen lassen. Rein. Die Guardian ist wieder raus. Ja, die hat doch kein Q mehr. Die Wave pusht jetzt zu uns. Bot Priority. Kennst du es? Kein Dash? Ah, schwierig, ne? Ja, lass dir nichts riskieren. Das passt. Gut, ihr kriegt jetzt Mitte-Kill, dann können wir Drake machen. Doch, oder Mana, Nami ist komplett um. Wir werden jetzt hier nochmal freezen. Ja, aber die werden blazen. Das können wir auch bis Level 6 warten, im Worst Case. Level 6 ist sowieso komplett free. Da was? Ja, wo? Oh, ein guter Flash. Flash für Ignite Scruff. Level 6 ist sie tot. Kannst du nicht mehr mit los sehen. Ich glaube, ich werde nach den Cast Assumption 6. Noch ein bisschen danach, ein Minion. Nee, ich brauche noch einen. Obwohl ist gerade Topside, obwohl Drake up ist. Ich glaube, die resetten, ja. Cancelt. Kein Mana mehr. Vielleicht können wir sie diven. Die haben keinen Heal, wenn du ult ist, können wir sie diven, ja. Ah, die geht Base. Kein Mana. Oh, was ist das unlucky Timing. Ja, aber war ein bisschen greedy, so wir wussten. Udi ist Topside. Aber nicht damit gerechnet, dass du mitkommst. Ich wollte ja einfach einen nur töten. Ja. Unlucky. Oh, ich glaube, wenn er mich von hinten angefahren hätte, wäre ich wahrscheinlich auch gestorben. Ja. Aber ja, ich hätte nicht followen müssen. Ah, es war unnötig. Ah, ist trotzdem fein. Missing with Chobi, ja, what's up? War noch super Ad. Hm. Hat die noch irgendwas geused? Flash oder so? Hatte sie ja gar nicht, ne? Sie hat ja cool und alles raus. Ich hab nicht, ich hab nicht ganz so gesehen. Aber ich hätte es trotzdem nicht überlegt, oder? Bin ja am Dot verdeckt. Oh, oh, shit. Ja, ja, ja. Komm mal. Oh, als ob der Stun mich trifft. Ich stehe legit genau vor ihr. Nice one. Ey, ich stehe halt gefühlt in ihr und zufällig geht's genau in die scheiß Wall rein. Dumme Pisse. Ja, dass wir den Drake verlieren, ist halt mega unnötig. So, wir haben komplette Pressure Bot und. Udi hat einfach keinen Bock. Ich hab gesehen, dass ich weh abhatte, Leute. Ja, sehr gutes Bot geworden. Aha. Jetzt Ult in 20 wieder und Ignite in 40 und Flash auch, dann können wir die wieder komplett one-shotten. Ja, lass mal Hardpushen resetten, ich habe auch Stormraiser ready. Ja, warte mal. Oh, meine Ult hat, mein Passive ist nicht geprockt. Ein Stack hat gefehlt, sonst wäre sie gestorben. Ich weiß, Nami Movement Speed. Wen ist jetzt auch 6? Könnten theoretisch. Ne, du hast nicht so viel Mana, ne? Nee, lass einfach Base. Jetzt einfach gucken, dass wir nicht gegen Hecarim sterben, so, dann können wir das Game eigentlich nicht mehr. Das Early nicht mehr abgeben. Hecarim ist top. Silas hat noch Ult. Kann sein, dass du sagst, ja, oder kann schon sein, dass ich damit. Ult doch, Ult doch. Lauf, Loser, lauf. Oh, schön gemacht. Lauf. Aber reicht nicht. Warte, warum? Das ist so buggy manchmal.
Wenn du auf Minion rechts klickst, dann läuft dein Charakter und wenn der Minion stirbt, bleibst du halt einfach stehen. Ich habe einfach nur aus Versehen auf Minion geklickt. Oh, der hat überlebt, das ist unlucky. Oh, der Ude kommt nicht weg, oder? Oh, der greedet. Geht doch da oben lang, ja. Safe. Ich habe 15 Ult. Ich habe Stormraiser, die werden jetzt ab dem Scepter. Alles ab, also. Ich hab Flash ab. Und Ignite. 10 Ult, dann können wir rein. Hacker muss top, geht der Space. Hopp. Kannst du vorrennen? Ja. Nicht in Ultrange. Ey, dieser Vayne, die trifft mich jedes Mal. So ein scheiß Cockblock. Ich hätte einfach instant ulten sollen. Jo, ich finde Ari mittlerweile besser Deluxe, deswegen. Hey, können wir es wieder miss? Ja, Morgana ist komplett am Innen, also. Immer auch wieder Heal raus, ne? Wir müssen nicht einfach nur chillen. Hey, können wir es Mitte? Ich glaube, Hackworm wird mal bald. Hackworm auf Hub. Moment. Der Meister, da ist der Dank für den Sub, mein Lieber. Ich will auch noch holen. Ah. Kriegst du mir jetzt reingepusht? Nee, wa? Ich hab einen Oh mein! Warte, ich krieg sie rein, wenn der blau bleibt. Ich bin so ein Boosted Animal, was war das denn gerade? Hä? Wie habe ich denn die Knallpflanze verkackt? Hä? Verstehe ich nicht. Wie ist denn das passiert gerade? BG. Alter, der Udia Damage. Jo. Plus Morgana, würde ich sagen. Holy shit. Vega könnte auch moven. Vega, hast du Bock? Um Udia zu mainen, musst du auch einfach kompletter Verrückter sein, ey. Keine Ahnung, Brody. Der Vega trollt halt komplett durch, so. Hä? Hätte einfach moven können. Zu schnell. Ja, ich bin bewusst, dass ich irgendwas falsch gedrückt habe, aber keine Ahnung. Ich verkacke jetzt solche Knallpflanzen nicht ganz so häufig. Ah, ist fein. Nestress, dann können wir ich hab Flash holt ab. Ja, ist die Knallpflanze, ich jetzt die Pferdehufen im Gesicht gehabt. Stimmt, der war hier unten. Ja, stimmt auch wieder. Siehst du, war geplant. Hätte ich die Knallpflanze geused, wäre ich einfach nur gegen Hackung gestorben. Durch Ari over Guardian nehme ich. Keine Ahnung, du machst einfach viel mehr Schaden und hast mehr Lane Pressure durch Ari. 20 Ult, das habe ich wieder hier. Deswegen mag ich das lieber. Max. Ich habe 10 Sekunden Ignite, diesmal burst immer die Nami, diesmal gehe ich nicht auf ihn. Ja, ich gehe einfach instant auf die. Ich ulte einfach instant, dann kann ich mich nicht wegulten. Weggehen. Oder? Wenn sie sich anbietet, können wir natürlich auch auf die gehen. Oder? Ja, ja. Ich muss sagen, es gibt wenig frustrierende Sachen im Spiel als CC, der dich von deiner Position irgendwie wegkickt. So Knockbacks oder so fühlen sich so eklig an, finde ich. Weil dein Charakter, ich weiß nicht, mag ich echt nicht. Damit nach oben. Oh, hätte der Stun mich getrollt, wäre ich gestorben, ne? Danke Riot, dass ihr mich einmal nicht trollt. Lass mal rum swappen. Design ist full AP, full MR. Aden ab. Das höre ich gerne. Ich hab jetzt meinen Double Evolve schon. Nami ist so der absolute Eagle Champ. Obwohl der Champ eigentlich tatsächlich gar nicht so ein niedriges Skillcap hat. Ich wollte gerade sagen, ich find da sowas wie Lulu schlimmer. Die meisten E-Girls, die Army spielen, sind halt einfach komplette Snacks. Nee. Weil die kein Positioning haben, so null.
Du kannst halt so abusen, so eine Jenna oder so, die hat halt noch Disengage oder so, weil eine Nami, die stirbt halt einfach. Ich muss sagen, bei guten Namis, bei guten Jennas, die einfach Q-Spam auf Cooldown halten auf der Lane, ist richtig unangenehm sogar. Ja, ja. Kannst schon was machen. Bei Nami, fairerweise hier in dem Matchup, ist auch wirklich, wirklich schwer zu spielen. Ja, ja, klar. Vor allem, wenn man 2-0 Lane startet. Guten Tag. Endlicher Nami-Main. Ja, ich, mit Igel meine ich jetzt auch kein Geschlecht, sondern halt Enchanter-Supports. Finde ich lustig, wie sich dieser Begriff so übelst eingebürgert hat. Ja. Was machen die da unten, meine Damen und Herren? So machen wir hier ein krankes Cosmic-Play und die sagen sich, ja, Zeit für ein Int. Dann kriegen wir hier T2. Ich glaube, wenn die jetzt hochziehen, wir können alle töten. Heiße Hitbox-Riot. Ich bin in der Mitte rotieren eigentlich. Ne, Mitte Turret. Woher kommt eigentlich dieses komische Meme, dass man mit Mimi angeblich die ganze Zeit einfach nur in einem AD Carry drin chillt? Ich glaube, keiner hat sich die Fähigkeiten durchgelesen, oder? Aber man kann schon. Geht man nach einer Weile automatisch raus, nein, oder? Aber deine Passive ist super wichtig, dass du damit tradest und sowas. Die Autotexten das, ne? Ja. Ja. Keine Ahnung, welcher Lösung über das wieder gesagt hat. Komm zu mir. Ah. Ich krieg hier noch einen Zeilen an den Arsch. Aber ist man nicht zu squishy, um nur für den AD rauszugehen? Stimmt, ja. Dann bleib lieber die ganze Zeit in dem AD Carry, da wird bestimmt drüber klappen. Denke mal, später in den Teamfights ist es wahrscheinlich sogar so, Peter, dann kannst du, dass du nicht mehr unbedingt für die Autotext rausgehst, aber. Oh, ich nehme mal den Red mit hier, ich bin mal ein bisschen greedy. Ist der ab? Wobei, ich push einfach die Wave, dann habe ich auch noch sie. Wir können ja mal ein Projekt machen, wenn der Champ rauskommt, dann gehe ich am Anfang des Games immer in dich rein und wir spielen so lange, bis ich Diamond bin damit, ohne sich jemals selber zu bewegen. Ganz wäre schon lustig. Weiß nicht, ich glaube, es ist noch bestimmt, eh, würde sogar funktionieren. Ja, ja klar. So, du könntest auch mit Jenna nur eh skillen und dann würde auch funktionieren, bist du bestimmt eh nur. Hm. Seht ihr noch was? Ah, ich habe 2,5k Gold. Ich bin raus, meine Damen und Herren. Ja, die Runen, das Runen-Setup ist schon deutlich geiler auf Kaiser, muss ich echt zugeben. Das fühlt sich so nice an, mit Press-Attack und dem Sustain hier. Platin ist so stark, 12% Lifesteal ist einfach so viel. I miss Zarya. Ich auch, Rakan, ich auch. Ich kenne ja wieder ein bisschen Practice. Aktuell fühle ich mich nicht so confident auf der, aber war ja früher eigentlich mein bester Champion sogar. Ich finde das auch so geil, wie so AD Carries so schnell so ihren Champion wieder verlieren, wenn sie länger nicht gespielt haben. Ja. Wenn irgendwas aus dem Meta ist so, auf einmal spielst du wieder so zwei Champs. Dann ist ja halt wirklich so. Das Problem ist aber, es gibt halt auch immer gefühlt so zwei, drei Champions, die. Weiß ich nicht. Also ich spiele es halt auch gerne so, weißt du? Ich liebe es, ja, mich auf zwei, drei Champions so richtig einzufuchsen. Und dann komplett mit denen rein zu smurfen, als dann alle Champions halbwegs zu können. Ne, not today, bitch. Soll ich dann noch ulten? Ne, brauche ich nicht. Oh, Alter, das war meine Schelle! Nuklear-Schelle mit dem Trinity. Oh, gut, das hat auch weh getan. Ist jetzt wieder nicht so das knappste Spiel, ne? Alter, der Elo-Trade ist aber auf 200 km/h heute. Der fährt mit E-Energie. Alter. Bitte. Oh, was mache ich hier? Ah, richtig baiten. Der Rakan fühlt sich so smooth an, ey. Booster Champion Uganda. Oh. Hallo? Entschuldigen Sie bitte?
Alter, der Double Sidestep. Nesha wollen sie machen, sehen wir mal, ja? Ich glaube, die können ihn sogar duen. Letzte Sekunde, Ulti, komm mal rein hier. Guten Tag. Geht die Vayne? Nicht mehr viel Mana, so. Fit. Gleich Ulti. Schön. Ich hab hier, ich hab hier. Nee, ich komm nicht ran. Nehmen wir den. So, mit einer Q killt den. So. Geh schreit. Ach, shit. Ich hätte ihn, glaube ich, killen können sogar. Ich dachte mir echt zu sehen auch, dass das jetzt mein Penta wird hier. Mal raus, ich hab vielleicht wieder 3k Gold. Ich hab so viel Cash, Mann. Oh, du kriegst doch noch einen Sieg, das ist auf meinen Nacken. Oh, ich glaube, jetzt machen wir wirklich Pentakills. Ach, Nash haben wir auch noch bekommen, na gut. Das ist auch wieder. Ja. Ich geh jetzt QSS einfach nur für diesen scheiß Vayne, der mich die ganze Zeit trifft. Du Q-Abuser. Jetzt fängt die Promo an, jetzt kommt der harte Part. Du weigerst heute der stupste Champ, den es gibt, Alter. Nee. Tschüss. Stunny! Stun! 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 Oh! Da hätte ich nicht Ulten brauchen. Ja, mit der Runde hier. Wir sind heute schon ganz schön am Durchstorm, muss ich sagen. Jetzt das letzte Game ausgeklammert. Darf ja nicht zu offensichtlich sein. Tschüss. Hat wohl was auf dem Herz stehen lassen, der Hekerimme. Ist so. Oh shit. Oh no, wir haben ein Problem. Oh, schade. Yeah. Yeah. Geil, da sind wir jetzt bei 58 Punkten. Yay. Yeah. Nee, 6 Punkte. Die MMR wird langsam gefixt.